Tag, liebe Sportsfreunde, euer Görke hier am Start. Ich habe mir gedacht, wir machen mal was ganz Klassisches. Jeder hat jetzt momentan zu Hause, vielleicht nur, wenn er Pech hat, zwei Kurzhanteln. Und wenn er noch viel mehr Pech hat, leider nicht zu viel Gewicht. Das sind ja meistens mal diese Steckhanteln. Ich habe den Luxus mit diesem Hexagon, aber ich habe hier mal 12,5er. Und wenn man meistens nur so 15 Kilo maximal auf jeder Seite hat, ist man ja ein bisschen beschränkt bei den Übungen, die man machen kann. Und ich dachte mir, hey, da kann man doch was machen. Da kann man die besten Übungen aufstellen für einen geilen Ganzkörperplan. Ich zeige euch in einem Video jetzt ein Ganzkörpertraining mit 10 Übungen, wo ihr wirklich auch mit weniger Gewicht bei zwei Kurzhanteln ordentlich was spürt. Wir legen einfach mal los. Ja, ich blende euch das jetzt hier ein. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, dass man bei den Kurzhanteln natürlich bei dem weniger Gewicht auch eine gewisse Belastung hat, dass man auch einen Reiz verspürt. Ne? Dementsprechend muss man da ein bisschen improvisieren bei den Übungen. Und ich habe auch bewusst jetzt irgendwie nicht so eine Hantelbank genommen, die hat ja auch nicht jeder zu Hause. Deswegen machen wir das hier bei mir im Wohnzimmer. Genauso könnt ihr es nämlich 1:1 nachmachen. Und ihr braucht, wie gesagt, nur die beiden Kurzhanteln. Die erste Übung ist die Floor Press unilateral für die Brust. Das heißt, ihr nehmt die beiden Kurzhanteln, legt euch auf dem Boden und drückt jetzt abwechselnd die Arme nach oben. Unilateral bedeutet in dem Sinne, dass wir immer nur einen Arm bewegen und dadurch eine höhere Koordination aufbringen müssen. Das ist für die meisten schwieriger, als das gleichzeitig mit beiden Armen zu machen. Ja, dementsprechend macht das mal nach. Hier haut es ganz, ganz schön rein, indem wir einfach stabilisieren müssen. Und wir haben noch einen kleinen Schutz, dass hinten der Ellenbogen auf dem Boden dann liegt, dass wir uns dann nicht irgendwie ja, groß verletzen können. Dementsprechend probiert es mal aus, weil ich bin der Meinung, dass sehr, sehr viele einfach Probleme haben mit der Koordination, vor allem viele Anfänger, dass wir das wirklich sozusagen einen Strahl nach oben drücken, in einer Linie. Es soll nicht hin und her wackeln, das Gewicht, sondern wir müssen auch hier ein bisschen Koordination üben. Deswegen machen wir hier die Floor Press als erste Übung unilateral abwechselnd mit 3 Sätzen, also 3 Durchgänge, 14 bis 16 Wiederholungen, dass es genauso ausgeglichen ist, dass jede Seite genau gleich viele Wiederholungen macht. Übung Nummer 2 nochmal für die Brust. Wir gucken, dass wir wirklich die Brust ordentlich abdecken, dann den Rücken, dann die Beine, dann ein bisschen die Arme und auch den Bauch, also wirklich alles komplett mit reinnehmen. Und die zweite Übung für die Brust, dass wir noch ein bisschen was rauskitzeln können, sind die Flies, also die fliegende oder auch Butterfly. Hier ist ein bisschen das Problem, dass wir auf dem Boden liegen, nicht wirklich die Dehnung mitnehmen können von der Brust, was eigentlich hier der entscheidende Faktor ist, um die Brust richtig zu treffen und zu isolieren. Dementsprechend, wenn ihr Steckgewicht habt, nehmt ein bisschen weniger als bei der Floor Press, also eher ein geringeres Gewicht, sonst habt ihr vielleicht ein gewisses Verletzungsrisiko, aber das ist eigentlich bei kleinen Gewichten kein Problem. Ihr legt euch jetzt einfach mit dem Rücken gegen die Couch, ja, gegen irgendeine Ecke, gegen die Couch zum Beispiel, macht ein kleines Hohlkreuz, dass ihr einfach seitlich mit den Armen ein bisschen nach hinten gehen könnt. Jetzt sind die Arme fast gestreckt, leicht gebeugt noch im Ellenbogengelenk und wir gehen schön nach vorne und nach hinten. Wir machen 3 Durchgänge mit 10 bis 12 Wiederholungen. Die dritte Übung ist dann gleich für die Gegenspielermuskulatur, also sprich für die Muskelpartien, die gegenüber von der Brust am Körper liegen, also hier der Rücken. Ne? Und hier haben wir eine sehr, sehr geile Übung, wenn wir die zwei Kurzhanteln haben, und zwar sogenannte Helms Rows. Wir nehmen uns bestenfalls einen Stuhl, der stabil ist. Wenn er nicht stabil ist, legt vorne was auf den Stuhl drauf, dass er ein bisschen stabil ist. Also ihr solltet ein bisschen gucken, dass das Ding nicht wegrutscht oder umkippt. Aber wir können auch das Gewicht vom Oberkörper ein bisschen so verlagern, dass das nicht passieren kann. Dementsprechend hier schön mit der Brust vorne sozusagen gegendrücken. Ja, so ein bisschen klein machen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, indem wir uns quasi mit der Brust auf den Stuhl stützen, dass wir die Arme seitlich wirklich auch strecken können. Ganz wichtig immer beim Rücken, auch vor allem, wenn wir den Latissimus ansteuern wollen, dass die Arme gestreckt werden können, um halt den Latissimus und auch die Dehnung des Rückens mitzunehmen. Ja? Dementsprechend seitlich die Arme jetzt ganz, ganz eng am Körper lassen und in den Rücken reinrudern. Also kein Bizeps-Curl rausmachen, also nicht den Ellenbogen zu sehr beugen, sondern maximal vielleicht im 90-Grad-Winkel und seitlich am Oberkörper beide Handeln hochziehen, vielleicht kurz oben eine Sekunde halten, um ein bisschen auch die Kontraktion in den Rücken reinzukriegen und wieder schön strecken. Das war die erste geile Übung für den Rücken. Helms Rows, eine richtig coole Sache. Wer sie noch nicht kannte, der sollte sie definitiv machen. Es ist einfach ein Traum, die Übung für zu Hause mit zwei Kurzhanteln. Da vermisst ihr wirklich gar nichts. Es ist wie ein Rudern an einer Maschine im Fitnessstudio fast schon. Die zweite Rückenübung sind die Reverse Flies. Das kennt ihr. Ganz wichtig, wir gucken, dass wir es hier am Stuhl machen und uns ein bisschen vorbeugen. Ja? Wir können natürlich uns auch noch mehr vorbeugen. Wenn wir uns aber vorbeugen, haben wir einfach den Vorteil, dass wir die seitliche Schulter ein bisschen mit drin haben. Wir haben den Trapezmuskel, also ein bisschen den Nacken und die hintere Schulter, also leicht vorbeugen. Wir gucken, dass wir die Arme abspreizen, also in die Abduktion nach außen bringen. Sie sind sehr, sehr leicht gebeugt. Auch hier, wenn ihr die Wahl habt, eher ein geringes Gewicht, also weniger Gewicht dran stecken an die Hantel und dann schön seitlich nach oben gehen. Nicht mit Schwung arbeiten, deswegen machen wir das auch sitzend, dass wir einfach keinen Schwung aus der Hüfte oder aus dem unteren Rücken nehmen und deswegen halt, wie gesagt, die Geschichte sitzend, dass wir da auch wirklich diese Muskelpartien vom Rücken, von der hinteren Schulter, ja, isolieren. Weiter geht's mit der Beinmuskulatur. Ja? Beine, bis ich weine. Die Beine dürfen auch zu Hause nicht vernachlässigen und gerade da muss man ein bisschen kreativ sein, wenn man nur zwei Kurzhanteln hat.
Deswegen sollten wir jetzt hier Bulgarian Split Squats machen. Das ist eine sehr, sehr geile Übung. Auch hier wieder unilateral, also sprich immer eine Seite der Beine belasten. Wir nehmen die zwei Kurzhanteln, gehen zunächst an eine Couchkante zum Beispiel. Könnt auch eine Stuhlkante nehmen. Tut den hinteren Fuß auf diese Kante. Guckt, dass ihr ungefähr einen rechten Winkel vorne im Kniegelenk bildet und geht schön in der Körpermitte runter, indem ihr auf beiden Seiten die Kurzhantel mit gestreckten Armen haltet. Ja? Immer schön runtergehen, kontrolliert das Ganze machen. Kleines Ding, ihr könnt auch den Oberkörper ein bisschen nach vorne beugen, um ein bisschen mehr den Hintern zu treffen, aber da kommt gleich noch eine andere Übung. Dementsprechend guckt, dass ihr aufrecht runter geht und dann machen wir hier 4 Sätze, um einfach genau 2-mal jedes Bein zu belasten. Die zweite Übung für die Beine ist das einbeinige Kreuzheben. Hier haben wir den Vorteil, dass wir im Gegensatz zu den Bulgarians, die wir vorher hatten, nicht die Oberschenkelvorderseite, sondern mehr die Rückseite belasten. Also hier beim einbeinigen Kreuzheben mehr den Hintern und die Oberschenkelrückseite. Wichtig ist, dass wir mit den Hanteln neben den Fußballen starten, damit wir das Gewicht mehr in der Körperachse hochziehen und nicht zu weit vor dem Körper, damit wir keine Probleme mit dem unteren Rücken bekommen. Ganz wichtig, das hintere Bein strecken, den Oberkörper möglichst gerade halten und dann nach oben aufrecht hochkommen. Ja, ganz, ganz schöne Übung. Hier auch 4 Sätze, um jedes Bein quasi 2-mal zu belasten. Und dann haben wir eine tolle Übung, auch ein bisschen Hintern zu trainieren und die Oberschenkelrückseite. Kommen wir schon zur 7. Übung und das ist ein Schulterdrücken sitzend. Wieso machen wir sitzend? Wir wollen natürlich die Schulter noch ein bisschen trainieren, ein bisschen stärken. Wir machen das sitzend einfach, weil wir dann keinen Schwung aus dem Rücken oder aus der Hüfte wieder mitnehmen. Ja, ich sehe, dass viele dann irgendwie so ins Hohlkreuz gehen und dann irgendwie das Ding versuchen hochzudrücken. Nee, wir machen das sitzend einfach, weil wir dann merken, dass wir nicht wirklich mit allen Körperteilen quasi das Ding hochschleudern können, sondern wirklich auch einfach ein bisschen stabiler im Core-Bereich sein müssen. Also wir müssen den Bauch ein bisschen festmachen, anspannen. Wir sind vom Oberkörper einfach sicherer. Setzen uns hin, schwingen uns kurz die Kurzhantel mit dem Oberschenkel, indem wir die so ein bisschen kicken nach oben, damit wir nicht so aus einer ungünstigen Position die Hanteln über Kopf ziehen müssen und drücken schön gestreckt die Arme gleichzeitig über Kopf raus und machen hier 10 bis 12 Wiederholungen bei 3 Sätzen. Wir wollen natürlich noch ein bisschen was für die Arme machen, für die Keulen und dementsprechend eine klassische Übung, die Bizeps Curls. Ganz wichtig, wir machen hier nicht den Schwinger, so links, rechts, hochschwingen das Ding mit eindrehen, sondern wir gucken, dass wir schon in der Supination starten. Das heißt einfach, dass die Handflächen schon in der Ausgangsposition zu uns zeigen, nach oben sozusagen, nur geöffnet. Und wir gucken, dass wir die Ellenbogen am Oberkörper fixieren, also wirklich nah dran drücken. Und jetzt aus der gestreckten Position der Arme wirklich in dieser Supination ohne Eindrehen schon nach oben kommen, gleichzeitig. Und in der höchsten Spannung quasi kurz halten und wieder runtergehen. Ja, ganz, ganz wichtig, nicht beim Bizeps Curl irgendwie so nach oben bis zur Schulter gehen und dort die Hantel ablegen. Das sehe ich immer sehr, sehr viel, wo die Spannung raus ist. Nein, gestreckt mit den Handflächen zu uns, eng am Oberkörper starten, nach oben in die höchste Spannung bringen und wieder strecken. Schön langsam. Ihr könnt das zur Sicherheit vielleicht auch machen, indem ihr euch mal an eine Wand quasi lehnt hinten. Dann habt ihr das oder die Sicherheit, dass ihr nicht rumschwingt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann spürt ihr den Bizeps definitiv viel besser so, als wenn ihr den typischen Schwinger macht. Wenn wir was für den Bizeps machen, müssen wir natürlich auch was für den Trizeps machen. Ja, für den Armstrecker, für die Armrückseite, für den schönen Mitwinker. Das machen wir auch perfekt auf dem Boden. Wir machen eine French Press oder auch als Skull Crusher bekannt. Wir brauchen 2 Kurzhanteln, legen uns erstmal entspannt auf den Boden, stellen die Füße ein bisschen auf und dann gucken wir, dass wir den Oberkörper komplett auf den Boden legen und die Arme erstmal mit den Kurzhanteln komplett strecken, auf Brusthöhe strecken. Und jetzt wandern wir langsam mit den Ellenbogen eng zusammen. Also nicht nach außen gehen, sondern die Ellenbogen eng zusammen zum Körper. Nach hinten erst ein kleines Stück und beugen die Arme nach hinten, hinter dem Kopf seitlich. Ja, also wirklich nicht direkt zur Stirn bringen, wie der Name Skull Crusher, sondern einfach ein bisschen hinter dem Kopf seitlich, indem die Ellenbogen eng bleiben. Einfach, weil wir eine bessere Vorspannung reinkriegen, indem wir ein bisschen weiter nach hinten gehen, ist die ROM für den Trizeps ein bisschen höher. Das heißt, die Spannung ist schon direkt drin. Ja, wir wandern erst ein bisschen nach hinten und wir haben nicht so eine hohe Ellenbogenbelastung. Viele bekommen bei der Übung Schmerzen im Ellenbogen. Wenn wir erst ein bisschen nach hinten wandern und nicht direkt zur Stirn beugen, ist der Winkel für das Ellenbogengelenk einfach ein bisschen angenehmer und dann macht die Übung viel mehr Spaß und ballert viel mehr rein. Die letzte Übung, Bauch. Wir wollen alle was für den Bauch machen, vor allem zu Hause, wenn wir uns jetzt zu viel Speck anfressen, dass wir einfach hier ein bisschen die Muskeln auch stärken. Und was bietet sich da besser an als ein schöner Russian Twist? Wir brauchen jetzt in dem Fall tatsächlich nur eine Hantel, auch ein möglichst geringes Gewicht. Wir können auch einfach eine Hantelscheibe nehmen, wenn wir so eine zu Hause haben. Ja, wenn das eine Steckhantel ist, habt ihr auch eine Hantelscheibe. Und jetzt gucken wir einfach, dass wir uns auf den Poppes setzen, die Beine hochnehmen und den Rücken und die Schultern anheben. Und quasi in so eine Spannungsposition kommen, in so einen Sitz, dass wir einfach schon eine schöne Spannung im Bauch haben. Und jetzt gehen wir einfach so links, rechts mit der Hantelscheibe oder mit dem Gewicht
zum Boden. Ja? Also so eine kleine Rotation im Oberkörper, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Immer schön die Spannung drin halten, die Beine bleiben oben, der Oberkörper ist leicht aufgerichtet und einfach unter der Spannung das Gewicht quasi seitwärts so bewegen. Dann haben wir eine sehr, sehr geile Bauchübung und das ballert. Ja, das war jetzt hier so mein Ganzkörper-Trainingsplan für zu Hause. Ich denke wirklich, auch wenn man nur zwei Kurzhanteln hat mit wenig Gewicht, kann man sehr intensiv trainieren. Deswegen habe ich das jetzt auch auf wirklich 10 Übungen gestreckt, dass wir ein bisschen mehr haben. Wir machen das bestenfalls dreimal die Woche. Ja, und dann kommt ihr auf jeden Fall innerhalb von 45 bis 60 Minuten durch, zieht das durch, macht immer so ungefähr 30 Sekunden Pause zwischen den Sätzen und maximal eine Minute zwischen den Übungen. Wichtig, was ihr nicht vergessen solltet, vorweg, das hätte ich vielleicht vorweg erwähnen sollen, macht euch immer ein bisschen warm. Bevor ihr die Übung mit den Hanteln macht, macht 5 Minuten Seilspringen, macht so ein paar Steps, geht eine Runde um den Block rennen. Ja? Immer ein bisschen so, das finde ich gerade, wenn man zu Hause trainiert, wichtig, in die Stimmung vom Training kommen. Also ein bisschen pushen, ein bisschen Seilspringen vorher, dass man schon mal so ein bisschen schwitzt und dann macht das Training viel mehr Laune und man ist viel motivierter. Ne? Dementsprechend schöner Kurzhantel-Trainingsplan, einfach mal nachtun, könnt mir gerne einen Kommentar da lassen und die Glocke aktivieren und vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Es gibt auch noch Videos mit dem Resistance Band oder mit dem TRX, was ihr perfekt zu Hause machen könnt. Und in dem Sinne, ich bin raus, euer Görgi. Vielen Dank fürs Zusehen.